Aus welcher Perspektive, wir haben heute gehört, dass du immer auch der Fun-Kontext von Dinge anwendet, ich das heutige erzähle. Firma Techtuch ist eine Softwareentwicklungsfirma. Wir machen seit vielen Jahren Individualsoftwareentwicklung und haben gelernt, ein Moving Target zu treffen. Wenn wir mit unseren Kunden irgendwas ausmachen, wissen wir, dass das am Ende irgendwas anderes ist. So sind wir zu agil gekommen. Und die zwei Methoden, die ich heute vorstellen will, sind aus dem erwachsen, dass wir das bei uns selber einsetzen, einfach als Mittel zum Zweck, damit wir Projekte überleben und gut machen können. Weil jeder, der schon mal versucht hat, als externer Dienstleister Projekte zu machen, hat sich ja schon einmal auch erlebt, dass es da durchaus zu Missverständnissen kommen kann, was eigentlich gewünscht ist. Vielleicht das Keynote hat jeder gesehen heute. Ja, schon noch. Bisher bin ich mal blöd vorgekommen, weil ich zwei Methoden vorstelle und eigentlich erzählen will, wie die bei uns gut funktionieren. Keinesfalls will ich natürlich sagen, diese Methode ist nur anzuwenden und dann wird alles gut. Ja? Also das hätte ich vorher nicht gesagt. Jetzt will ich nochmal extra darauf hinweisen und auch vielleicht etwas noch einbringen. Ich war auf einem Workshop in London vor einiger Zeit. Da waren einige so Alpha-Tiere der IT mit dabei, die ihre eigenen Methoden teilweise entwickeln, unter anderem auch eben der Gojko Arcic, der das Impact Mapping populär gemacht hat, was ich heute vorstelle, oder auch der Jeff Patton hier, der Story Mapping populär oder erfunden hat eigentlich. Und es waren noch ein paar andere, also PopX sind wir vielleicht. Und das Ziel des Workshops war jetzt nicht zu zeigen, wer jetzt der Coolste ist, sondern der Gojko hat da eingeladen und hat gesagt, wir machen alle ein bisschen was anderes, aber wir glauben alle an das Gleiche. Was ist das Gemeinsame? Wir haben unterschiedliche Methoden teilweise, also jeder hat da sein eigenes Set an Methoden, die sind unterschiedlich. Trotzdem dürften wir alle irgendwas richtig machen und glauben alle, dass wir eigentlich an den gleichen Dingen arbeiten. Und daraus ist dann gekommen, vier Punkte, die ich voranschicken will vor diesem Vortrag. Weil eigentlich, was ich heute zeige, ist einfach nur ein konkretes Beispiel, wie man diese vier Punkte umsetzen kann. Das ist nicht der einzige Weg. Die vier Punkte sind, dass man erfolgreich ist, wenn man erstens einmal weiß, warum man was macht. Also wenn die Leute wissen, das Warum. Ja. Der zweite Punkt ist, dass man sich bei der Softwareentwicklung nicht auf Features konzentriert, sondern auf Ergebnisse, die die Software liefern soll. Ja. Das dritte ist, dass die Teams oder die Steuerung der Arbeit aufgrund von kurzen Feedback-Schleifen funktioniert. Also nicht einmal am Ende schauen, ob es leibend war und schauen, ob man seine Impacts erreicht hat, sondern kurze Feedback-Schleifen einreichen. Und wenn das alles funktioniert, dann kriegt man auch eine intrinsische Motivation in den Teams, weil die Leute dann verstehen, warum sie Dinge machen. Manche sagen, ja, eh klar, wie man bei uns sagt in Wien. Und das ist jetzt natürlich sehr abstrakt und genau deswegen will ich auch über Methoden reden und die zwei Methoden vorstellen, nämlich Impact Mapping und Story Mapping, um zu zeigen, wie ein Weg dorthin ist. Diese Methoden sind Methoden, wenn jemand das sich anschaut, würde er sagen, ja, für agile Anforderungsmanagement oder für agiles Arbeiten mit Anforderungen. Und da will ich auch kurz noch vorausschicken, Anforderungen, der Begriff gefällt mir gar nicht im Zusammenhang mit agil. Es gibt User Stories und manche sagen, ja, die User Stories sind die Anforderungen, aber User Stories sind ganz viel und ganz zum Schluss ist es vielleicht eine Anforderung, was ich habe, eine User Story, weil ganz zum Schluss, wenn ich gebaut habe und das wirklich das ist, was jemand will, war es eine Anforderung. Zu Beginn sind User Stories eher Ziele, die ich habe, die ich runterbrechen muss auf irgendwelche Auswirkungen, dann mache ich irgendein Design von einem möglichen Lösungsweg in einem Backlog und am Ende habe ich Spezifikationen, die ich umsetzen will. Und selbst wenn ich es dann umgesetzt habe und das Ganze ist einmal so in Betrieb gegangen, kann es sein, dass einige Zeit später das Ganze wieder in Frage gestellt wird. Also das Wort Anforderung gefällt mir eigentlich gar nicht. Ja? Deswegen das unter Anführungszeichen. Die Methoden, die ich heute vorstelle, finden auf zwei verschiedenen Zielebenen statt. Zielebenen, Alistair Coburn, Writing Effective Use Cases, hat das jemand mal gelesen? Da beschreibt er die Zielebene. Er sagt, eine Zielebene Anforderung beschreibt, wie sehr die Anforderung oder die User Story in diesem Fall sich darum kümmert, warum ich etwas haben will oder wie ich etwas haben will.
Und ich kann die Zielebene jederzeit ändern, indem ich die Frage warum stelle oder die Frage wie stelle, und die Antwort darauf ist wieder eine neue Anforderung oder eine neue Sache, die ich gerne hätte, die eine Zielebene tiefer ist. Und das sind diese Zielebenen, und je nachdem, auf welcher Zielebene ich mit User Stories arbeite, beschäftige ich mich eben eher mit Dingen wie Problemstellungen, die ich überhaupt erst einmal verstehen muss, oder mit Dingen wie Spezifikationen, wo ich was herunterbrechen muss. Und ganz kurz nur zur Verortung, bevor wir ins Detail gehen. Impact Mapping spielt sich da auf der obersten Zielebene ab, wo ich mit Business arbeite und versuche zu verstehen, warum wollt ihr überhaupt Geld ausgeben für Software. Weil Business will eigentlich nicht Software kaufen, sondern will eigentlich irgendwas anderes erreichen. Und das Geld ausgeben ist eher etwas, was ein unerwünschter Nebeneffekt der ganzen Sache ist. Dann in der mittleren Ebene, wo ich mit Backlogs arbeite und versuche, irgendwie ein Produkt zu designen, weil in Wirklichkeit ist der ganze Prozess ja nicht die Erhebung von Anforderungen, sondern in Wirklichkeit versuche ich, ein Problem zu beschreiben, und das Beschreiben des Problems ist schon eine große Herausforderung in einem Softwareprojekt, und dann eine Lösung dafür oder Lösungsoptionen dafür zu designen. Das ist ein kontinuierlicher Prozess, ja, und da ist Story Mapping dann in dieser mittleren Zielebene eine gute Methode, und die zwei will ich vorstellen. Und der dritte, was ich immer mitbringe, und das war im Vortrag vorher schon das Thema Specification by Example, ist dann eine sehr gute Methode, nicht die einzige, aber eine sehr gute Methode, um Spezifikationen festzumachen. Wir haben Spaß. Da habe ich auch eine persönliche Beziehung dazu. Wenn jemand auf .NET arbeitet, hat er vielleicht schon einmal von Specflow gehört. Also das ist immer auch sehr stark, ist auch ein Steckenpferd von mir, Specification by Example. Gut. Also, fangen wir mit der obersten Zielebene an. Was macht eigentlich ein Projekt erfolgreich, und warum wollen wir Software schreiben? Und meistens gibt es irgendwelche Ziele, die irgendjemand hat, wo er sagt, ja, ich will Software haben. Die sind meistens recht hoch angelegt, und darunter gibt es irgendwas, was er gerne hätte. Also der Output meistens an ein Team oder an irgendeine Firma, die etwas entwickeln muss, ist, wir brauchen dieses System oder wir brauchen diese Features. Und selbst wenn das hier bekannt gemacht wird, ist hier meistens ein ziemlicher Gap, wo man sich fragt, wie soll das hier erreichen? Oder es ist eher ein Himmelfahrtskommando, ja, das will ich haben, ich werde es dann mal machen, dann schauen wir am Ende, ob das rauskommt, was zu spät ist. Und die Idee von Impact Maps ist, diese Lücke zu schließen und einen Navigator fürs Projekt zu bauen. Also der Goiko nennt das immer ein GPS-System für meine Softwareentwicklung. Ja, ich tippe oben mal das Ziel ein, und dann, je nachdem, was alles passiert, sagt es mir immer, in welche Richtung ich gehen muss. Und genau das ist diese mittlere Ebene, wo wir versuchen, diese Ziele auf Verhaltensänderungen herunterzubrechen, zu verstehen, was muss eigentlich passieren, damit dieses Ziel erreicht wird. Und das dann in Verbindung zu setzen mit einzelnen Features oder einzelnen Ideen, die ich habe, um ein Produkt zu bauen, das genau diese Verhaltensänderungen hervorbringen soll. Gut, das war jetzt mal die abstrakte Erklärung. Jetzt kommt der erste Versuch, das mit einem Beispiel zu illustrieren. Jetzt nehme ich einmal ein Nicht-Software-Beispiel, weil es einfacher ist. Ja? Ich habe das früher immer in den Vorträgen nur so erzählt, aber ich glaube, es ist einfacher, wenn man sogar das herzeigt, was ich damit meine. Weil das hat jetzt schön geklungen, alle haben genickt, aber wie soll es funktionieren? Also, nehmen wir an, wir haben ein Ziel und jetzt eben kein Software-Ziel noch, oder da wo nicht unbedingt Software dabei sein muss, also man könnte sich da natürlich auch Software vorstellen für das, aber ich will die Unfälle an der Kreuzung reduzieren. Ja? Und der Punkt oder die Idee von Impact Mapping ist jetzt, sich herunterzubrechen und zu sagen, wen muss ich jetzt beeinflussen, damit Unfälle an der Kreuzung reduziert werden können, und ein einfacher Beeinflussungsfaktor wäre der Autofahrer, dass er vielleicht aufmerksamer ist an der Kreuzung, ja? damit keine Unfälle passieren. Jetzt würde man sagen, ja, das ist gut, aber wie messe ich, dass der Autofahrer aufmerksam ist? Und es gibt mittlerweile, glaube ich, Systeme, die das können in Autos, aber nehmen wir aber von außen vielleicht noch nicht so gut zu beachten, also suche ich mir ein anderes Ziel. Also eine andere beobachtbare Verhaltensänderung des Autofahrers wäre zum Beispiel, dass er langsamer fährt. Und man könnte sagen, ja, wenn er langsamer fährt, ist er vielleicht auch aufmerksamer. Ja? Das klingt jetzt banal, aber das ist ganz wichtig, wenn man das dann in seinem eigenen Projektumfeld hat, dass man Dinge sich vornimmt, die man gar nicht überprüfen kann. Und was völlig sinnlos ist, das als Messfaktor zu nehmen, weil man muss etwas finden, was man wirklich beobachten kann. Ja?
Und in diesem Beispiel, in diesem einfachen, sage ich, ja, er fährt langsamer. Vielleicht ist er aufmerksamer. Jetzt habe ich schon einen gesehen, der sagt, wer weiß, vielleicht schaut er dann in der Luft herum und es bringt wirklich nichts. Jetzt ist die Frage, und das ist nämlich das Interessante, was tue ich, also das ist eine Hypothese in Wirklichkeit, die ich gebildet habe. Ja? Und ich habe etwas kurzfristig Messbares, nämlich fährt er langsamer, ja oder nein, das kann ich recht schnell feststellen. Und ich habe was eher langfristig Feststellbares, wird in einem halben Jahr die Summe der Unfälle weniger sein. Weil an einem Tag das zu beobachten, macht wahrscheinlich nicht viel Sinn. Und jetzt macht die Impact Map Folgendes, sie stellt nicht nur diese Hypothese dar, sondern jetzt kommt das Geld ins Spiel, wo ich jetzt investiere in Features und sage, was brauche ich denn jetzt dafür, um das zu erreichen? Und da gibt es verschiedene Optionen, nicht? Ich kann einmal ein Geschwindigkeitsbegrenzungsschild aufstellen. Da würde ich jetzt mal behaupten, je nachdem welches Land, wird da gar nichts passieren oder wird das natürlich sofort schon erledigt sein, das Thema, ja? Jetzt kann man sagen, ja, bei uns funktioniert das mit der Geschwindigkeitsbegrenzung nicht so gut. Wir stellen jemanden hin, der eine Radarkontrolle macht. Ja? Das wäre jetzt in der Software wie, das ist nicht etwas, was ich wahrscheinlich auf Dauer machen kann, aber ich kann dann mal für 3 Wochen jemanden hinstellen und schauen, ob sie langsamer fahren und ob sich vielleicht hier was tut. Das wäre wie ein Spike in der Software. Ja? Und wenn ich dann drauf komme, das hat funktioniert, kann ich ihn vielleicht etwas in mehr investieren. Zum Beispiel kann ich sagen, ich baue jetzt Temposchwellen ein, weil damit kann ich längerfristig, das, ohne dass ich jemanden hinstelle, was tun. Oder ich baue sogar das um in einen Kreisverkehr, was vielleicht eine noch größere Investition ist, die besonders sinnlos wäre und teuer, wenn sich dadurch die Unfälle nicht reduzieren. Ja? Also genau das ist die Idee von Impact Maps. Und das versuchen wir in Softwareprojekten zu machen, ja? Oder in Produktentwicklung und auch Projektentwicklung. Also ich will da keinen großen Unterschied machen. Das Wichtige ist, diese Map hat 2 wichtige Bereiche. Der eine ist der obere Bereich, das ist die Hypothese. Das ist nur das, was ich nur beeinflussen kann, aber nicht bestimmen kann. Das ist das, wo ich glaube, dass das passiert, wo vielleicht irgendwelche Executives zusammensitzen und sagen, ja, das ist der Grund, warum wir das überhaupt wollen und das ist, so sehen wir das jetzt, dass das funktionieren wird. Und das da unten ist das, wo wir irgendwie Geld dagegen werfen und sagen, ja, und jetzt schauen wir mal, ob wir dort hinarbeiten. Das können wir entscheiden. Das da oben kann man nur beobachten, ob es passiert oder nicht. Und die Impact Map ist dafür da, die zwei, erstens mal diese Hypothese sichtbar zu machen und dann aber auch hier diese messbaren Punkte zu finden, damit ich überhaupt anpassen kann. Weil wenn ich am Ende feststelle, dass das Projekt erfolglos war, ist es auch nicht besonders befriedigend. Ja? Also nur ein Endziel des Projekts festzulegen und dann festzustellen, 2 Jahre später, das hat es leider nicht gebracht, ist nicht Ziel der ganzen Sache. Gut. Diese Messbarkeit wollte ich eben nochmal herausstreichen. Also viele hören, wenn sie messbare Ziele hören, denken an Bonus und eben, ja, was passiert in einem Jahr. Darum geht es eben nicht. Es geht darum, Sachen, die kurzfristig beobachtbar sind, zu identifizieren und unter Umständen im Laufe des Projekts sogar auch andere Dinge, also zu sagen, jetzt beobachte ich das, das bringt mich nicht weiter, ich muss was anderes beobachten. Ja? Da empfehle ich, das ist ja nur eine Referenz auf den Tom Gilb, Competitive Engineering, der das sehr wissenschaftlich und sehr ausführlich bespricht, wie man das in Softwareprojekten anwendet. Er beschreibt eine Language als Planguage für Planning Language. Nur kurz, die Kurzfassung von dem, was da interessant ist. Er sagt, wenn ich jetzt so ein Ziel habe, dann überleg dir, was willst du denn messen, ob dieses Ziel erreicht wird, eine Scale. Und da gibt es immer mehrere Optionen. Also das war zum Beispiel, ich messe entweder die Aufmerksamkeit des Autofahrers, kann ich nicht feststellen, ich messe die Geschwindigkeit. Dann das nächste ist, wie messe ich, also mit einer Radarpistole oder mit der Aufmerksamkeit eben vielleicht mit einem Augenbewegungssensor, wenn ich sowas hätte. Und dann überlege ich mir Levels, wo ich hin will, aber nicht als Ziel, wo ich einen Bonus kriege oder so irgendwas, sondern das ist mein Wegweiser. Der Level sagt mir, erstens, ein Benchmark, wo bin ich jetzt? Wenn ich nicht sagen kann, wo ich jetzt bin, ist es ein guter Indikator dafür, dass ich unter Umständen etwas versuche zu messen, was ich nie messen können werde. Also wenn einmal jemand nicht einmal den Benchmark nennen kann, dann sage ich, na, such mal was anderes, wo du jetzt sagen kannst, wo du stehst. Und dann geht es eher um Ranges, wo man hin will. Wo ist das Minimum, wo ich sage, das ist eine Sackgasse gewesen und wo ist das, wo ich hinhoffe. Ja? Und wieder nicht in die Zukunft blicken, sondern einen Wegweiser haben, ist das Ziel der ganzen Geschichte. Ja? Irgendwas wollte ich jetzt dazu noch sagen, aber das habe ich vergessen. Wurscht. Also das ist die Steuerungsmöglichkeit in einem Projekt und das sich zu überlegen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Okay, jetzt das Ganze, was bedeutet es in IT-Projekten? Meistens habe ich dann irgendwelche Ziele, mit denen ich konfrontiert werde. Also zum Beispiel, wir wollen unseren Verkauf zu Spitzenzeiten steigern. Ich brauche einen mobilen Website. Und genau das ist die Lücke. Und wir verwenden dann Impact Maps dazu, herauszufinden, wie eben genau diese,
Zusammenhänge sind. Also das Erste ist, wir tun Reverse Engineering und sagen, ja, okay, wir glauben, mobile Benutzer, die im Moment unser Callcenter lahmlegen bei Spitzenzeiten, könnten auch online kaufen und deswegen wollen wir einen mobilen Website. Also das ist eigentlich in den Köpfen von irgendwelchen Leuten, die dieses Ziel und die Lösung formulieren, aber uns das in der Mitte nicht sagen. Ja? Und es geht nicht nur darum, um transparent machen, sondern sobald die Organisation eine gewisse Größe hat, hat man nicht nur eine so eine Hypothese, da fliegen viele Hypothesen herum und die Tatsache, dass sie nicht ausgesprochen sind, ist nicht nur ein Problem für die Entwickler, sondern teilweise auch zwischen den Executives, weil die natürlich was Unterschiedliches wollen und das gar nicht sichtbar gemacht ist und Konflikte gar nicht sichtbar werden. Ja? Wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die irgendwas von uns haben wollen, Software, versuche ich das im Gespräch herauszuarbeiten, erkläre gar nicht diese Struktur, sondern schreibe mal auf, was ich verstehe in dieser Struktur und sehr schnell kommen dann Leute raus und kommen und sagen, naja, ich glaube gar nicht daran, das ist ein Blödsinn, was ihr da macht. Ja. Sobald ich dieses habe, diese Kausalitätskette herausgefunden habe, kann ich anfangen, alternative Features zu suchen. Also kann ich sagen, ja, eigentlich zum Online-Kauf brauche ich eigentlich nicht den ganzen mobilen Website, sondern eigentlich nur diesen One-Click-Kauf könnte ich machen. Oder ich könnte sagen, wie könnte er ohne das Callcenter, ich versuche hier herauszufinden, was eigentlich das Problem ist und gehe eine Ebene höher und sage, ich könnte auch irgendeine andere Möglichkeit zu finden, wie er ohne Callcenter kaufen kann. Oder ich kann sogar auf organisatorische Änderungen kommen, wo ich sage, naja, das Callcenter ist deswegen so überlastet in Spitzenzeiten, weil sie noch immer Cross-Selling machen und wenn Spitzenzeiten sind, bauen wir ein Feature, dass das Callcenter informiert wird und sie machen kein Cross-Selling mehr und der Durchsatz am Callcenter ist höher. Also so eine Impact-Map hilft eigentlich nicht nur das Moving Target zu treffen, sondern kann auch bewirken, dass plötzlich Initiativen oder Dinge, die gebaut werden, im Kontext und in Verbindung mit etwas anderem gebaut werden. Okay? Das war jetzt noch immer nur so ein simples Beispiel. Jetzt will ich noch ein konkretes Beispiel, was ich für den gesamten Vortrag als Beispiel verwenden will, vorstellen, damit das nicht nur irgendwelche lustigen Beispiele sind, die man sich ausgedacht hat. Wir haben vor einiger Zeit für eine Pensionskasse eine Lösung gebaut. Ja, die wollten ein E-Voting-System haben. Das war der Auftrag. Wir wollen ein E-Voting-System für die Wahlen des Stiftungsrats. Also Pensionskasse in der Schweiz muss einen Stiftungsrat wählen aus allen Versicherten, die da angeschlossen sind, die schauen, dass das Management die Gelder auch gut veranlagt und so weiter. Und dafür wollen sie ein elektronisches System. Und wir haben gesagt, warum wollt ihr ein elektronisches System? Ja, also es ist schön, dass ihr das wollt. Wir wollen gerne Software schreiben, macht uns Spaß, aber warum wollt ihr das? Und er hat gesagt, naja, unser Problem ist, dass die Wahlen, wie sie jetzt laufen, da bewirbt sich keiner. Es gibt weder Kandidaten noch Wahlbeteiligung und das schaut nicht gut aus, wenn da beim Stiftungsrat wir quasi den Leuten nachrennen müssen, dass irgendjemand sich bewirbt und dann der eine, der sich bewirbt, ist es, weil wählen brauchen wir dann eh nicht mehr. Und dann hat er gesagt, das tut uns weh. Das hat der Fachabteilung wehgetan oder dem Fachbereich. Dann haben aber die IT hat natürlich sofort gesagt oder das Management hat gesagt, naja, aber welche Kosten spart ihr? Das ist ja ein Intangible. Und dann haben sie natürlich gesagt, naja, und außerdem haben wir viel Arbeit mit dem Papierablauf, das kostet viel Zeit und Mitarbeiter, das bringt es auch. Ja? Das war so die Ausgangsbasis. Dann haben wir versucht herauszufinden von dem, was sie da wollen, wo spielt das dazu und wie sind diese Auswirkungen. Wir haben mal festgestellt, okay, die Annahme des Fachbereichs ist, wenn ich mich elektronisch kandidieren kann und dann werden sich mehr Kandidaten zur Wahl stellen, weil es vielleicht für die zu mühsam ist, ein Papier auszufüllen. Das war die Annahme, die dahinter gesteckt ist. Das andere war, denen ist es zu mühsam, ein Papier auszufüllen, aber wenn sie die Kandidaten schön publiziert sehen und nur mehr ankreuzen müssen und auf einer E-Mail antworten, werden sie sich vielleicht mehr beteiligen. Das waren die ersten Hypothesen, die wir quasi aus diesem Projekt herausgearbeitet haben. Ja. Dann die Automatisation hatten wir natürlich auch noch drinnen, also sie wollen weniger Aufwand bei der Auszählung haben und weniger Aufwand bei der Zulassung von Kandidaten, also dieser ganze Zulassungsmechanismus, wo sie die Bewerber anschauen und sagen, ob die jetzt zugelassen sind oder nicht. Und das haben wir auch auf irgendwelche Features gemappt, die da drinnen waren. Also wir haben quasi das, was das gesamte Packen war, zerlegt und versucht, in diese Hypothese hineinzumappen. Ja. Dann waren wir soweit. Und dann hat die IT gesagt, ja, das ist alles schön, oder nicht die IT, sondern das Management, aber dieses Projekt amortisiert sich nicht schnell genug und außerdem ist es strategisch unwichtig für uns und wenn da nicht die Amortisation schneller stattfindet, dann machen wir das trotzdem nicht. Und der Fachbereich war zerstört. Jetzt müssen wir uns noch irgendwas überlegen, wie wir es schneller amortisieren. Dann ist irgendwann auf die tolle Idee drauf gekommen, zu sagen, ja, wir könnten das ja auch anderen Versicherungen anbieten. Ja? Die brauchen ja das auch. Und damit
haben wir mehr Einnahmen und damit haben sie den Business Case sich schön gerechnet. Ja? Also die haben sich wirklich den Business Case schön gerechnet und tollerweise haben wir auch ein paar neue Features gebraucht, weil jetzt plötzlich das Design anpassbar sein musste, viel flexibler, macht die Lösung natürlich teurer, weil zuerst haben wir nur genau eine Wahl vor uns gehabt und die läuft immer gleich ab und jetzt plötzlich Vanilla-Design, wie macht man das, Sicherheit, alles Mögliche ist gekommen. Ja? Das Zweite, was noch interessant war, dann ist es genehmigt worden, das Projekt. Ja? Also, ich sag's nur. Ja? Aber uns war bewusst, dass das eigentlich nur gekommen ist, weil die gestruggelt haben mit der Genehmigung. Hat nachher noch eine Auswirkung. Das Zweite, was uns aufgefallen ist bei den ganzen Gesprächen, ist immer wieder irgendein Compliance Officer gekommen und das war immer ein anderer und der hat immer was anderes gesagt. Und das hat uns nervös gemacht, dass immer ein anderer kommt und der eine sagt irgendwas, wir sagen, ja, wir machen das, haben das ausgemacht. Nächstes Mal kommt ein anderer, sagt wieder was völlig anderes. Ja? Woraufhin wir gesagt haben, okay, das ist ein Risiko für uns. Und das ist auch interessant, das kann man auch auf einer Impact-Map modellieren. Wir wussten nicht, ob Compliance am Ende die Lösung freigibt und sagt, ja, das könnt ihr online schalten, ja oder nein. Das war nicht in unserer Zone of the Decision, sondern nur in der Zone of Influence. Also haben wir es modelliert und haben uns überlegt, was können wir tun, damit wir Compliance abholen und nicht da am Ende ein Problem haben und das ganze Ding nicht funktioniert, weil die sagen, nein, das geht so nicht online und haben dann eine Preview definiert, vor allem Online-Kandidaturen und Publikation der Kandidaten war das, wo die ganze Zeit herumdiskutiert haben mit uns. Und gesagt, da brauchen wir ein Feature-Set, das früher online gehen muss, weil die müssen ja sagen, bevor wir überhaupt irgendwas machen können. Ja? Prinzipiell wäre diese Impact-Map super gewesen, um ernsthaft mit denen auch zu diskutieren, ob sie wirklich alles brauchen. Ja? Also man könnte sagen, das kommt später. Probieren wir, ihr glaubt, dass das hier das Wichtige ist, versuchen wir mal nur einen dieser Komponenten zu bauen, probieren wir das mal in einer kleinen Wahl aus. War hier alles nicht der Fall, weil es gab eine große Wahl, der Scope war nicht so groß, das waren nämlich 200, 300 Tage, die wir da entwickelt haben und die wollten es einfach haben und die haben einen Business Case approved gehabt und jetzt wollen wir es haben. Ja. Also ich will da keine falschen Hoffnungen aufkommen lassen, ja. Das ist nicht immer so, nur wenn dann der Schuh irgendwo drückt, wird das interessant, aber prinzipiell zuerst interessiert sich mal natürlich keiner, wenn er das Budget hat, wie er das meistens macht. Gut, wieder hier ganz wichtig, sie wussten natürlich nicht, wie sie es dann beauftragt haben, ob das passieren wird und wirklich für die war wirklich spannend, ob sie dann eine höhere Wahlbeteiligung haben. Das wäre desaströs gewesen, wenn das nicht wäre. Und das war quasi das, wo sie gesagt haben, ja, das machen wir, das haben wir beauftragt. Gut, jetzt ist die Frage, wie kriegen wir schnelleres Feedback und wie managen wir, ich gehe nochmal zurück, diese kleinen Wegweiser, weil am Ende festzustellen, dass wir nicht mehr Kandidaten hatten, ist vielleicht zu spät. Also in diesem Fall war das ein wichtiger kleiner Wegweiser. Bei größeren Projekten gibt es vielleicht mehr kleine Wegweiser, die man hat, die einem dabei helfen können, zu schauen, ob man am richtigen Weg ist. Wie kriege ich dieses Feedback, ob ich einen Impact erreiche? Ja? Und da kommt Story Mapping ins Spiel. Story Mapping ist von Jeff Patton erfunden worden und ist eigentlich eine Art Design-Werkzeug, wo ich quasi das Design meines Backlogs oder was ich eigentlich meine, je mehr ich in die Wie-Frage komme, in die Wie-Fragestellung, von der Warum-Fragestellung bin ich gekommen, je mehr ich in die Wie-Fragestellung gehe, desto mehr muss ich mir anfangen, Lösungen zu überlegen. Lösungsoptionen, nicht die eine Lösung, sondern Optionen. Und da ist es manchmal recht unübersichtlich, eine lange Liste an Features zu haben und darüber einen Überblick zu haben und zu entscheiden, was will ich zuerst machen. Es ist schwierig, Leuten zu erklären, was man vorhat mit einer Liste. Klar, man zeigt ihnen nicht nur die Liste, sondern man erklärt ihnen auch, aber man beginnt mit Händen und Füßen zu reden. Storymaps helfen einem dabei. Und sie helfen einem dabei, diesen flexiblen Umfang, also diese Optionen zu managen. Und da will ich kurz erklären, wie die zusammenhängen mit den Impact Maps. Also das ist quasi so ein Abschnitt von der Impact Map, die zweite, die ich gezeigt habe, wo es diesen mobilen Shop gegeben hat. Wir haben quasi zwei Impacts, auf die wir jetzt fokussieren wollen. Und wir haben zwei Features, die diese Impacts unterstützen sollen. Und wir shiften jetzt unsere Perspektive von der Impact Map, wo es um die Organisationsziele gegangen ist, hinunter auf die Ziele dieses Akteurs, der jetzt kaufen soll. Also wir shiften die Perspektive, was wir beobachten wollen und was wir beeinflussen wollen. Und wir haben einen neuen Einflussbereich, die Aktivitäten des Benutzers, der diesen Kauf durchführt. Und da versuchen wir eine sogenannte User Journey zu modellieren, wo wir versuchen, wie wird denn dieser Benutzer, welche Schritte, welche Problemstellungen, welchen Ablauf wird er durchlaufen, wenn er mit unserer Lösung in Kontakt kommt. Ja? Das ist eine Art mentales Modell, was da passieren wird. Und also zum Beispiel beim Konzert, nur damit man sich das vorstellen kann, man sitzt ja nicht irgendwie beim Computer und sagt plötzlich,
schießt einem ein, jetzt kaufe ich eine Karte und das war's, sondern man hört irgendwann mal vom Konzert, man versucht Karten fürs Konzert zu bekommen, dann hat man die Karten gekauft, freut sich, dass das Konzert kommt und dann besucht man das Konzert. Und das wäre wahrscheinlich eine Journey, die interessant wäre zu beobachten oder zu modellieren, wenn man sich das Feature One-Click-Kauf und Konzertinfo überlegt, ja, weil ich muss Tickets validieren, ich will vielleicht dem Benutzer neue Informationen geben. Das ist quasi das mentale Modell, was ich jetzt beeinflussen muss, wo ich den Impact machen muss. Ja. Und das ist wieder genauso ein Einflussbereich, eine Zone of Influence und nicht etwas, was ich baue. Aber was ich drunter tue, ist, ich habe hier meinen Backlog, wo ich mir überlege, für jede dieser einzelnen Schritte in dieser Journey, zerlege ich jetzt quasi diese Deliverables und überlege mir, wo hat dieser One-Click-Kauf irgendein Sub-Feature und zerlege quasi die, ich breche es runter wieder, ich mache jetzt ein Design. Ich muss mir überlegen, wie funktioniert dieser One-Click-Kauf und fange an, ich brauche vielleicht irgendwas, wo ich sehe, welche Kartenverkäufe es kommen wird, wo der Benutzer mal auswählen kann, ich will hier Karten kaufen. Ich könnte zusätzliche Konzertinfos zeigen, ich kann auf Rechnung kaufen, ich kann mit Kreditkarte kaufen und so weiter. Also ich kann hier ein ganzes Backlog machen, das mir verschiedenste weitere Verfeinerungen von diesen großen Blöcken, die ich hier habe, darstellt. Und das ist ein Produktdesign. Also ich habe hier mir wieder überlegt, wie funktioniert mein Produkt. Okay? Und die Struktur dieser Story Map ist deswegen so, weil ich dann als nächstes überlegen kann, pro Aktivität, was brauche ich früher, was brauche ich später. Was ist das Minimum, was ich durchziehen muss und was ist etwas, was einfach nur eine bessere Unterstützung des Workflows ist. Und ich kann dann priorisieren, alles was wichtig ist weiter oben, alles was weniger wichtig ist weiter unten, also vereinfacht gezeigt so. Ja, ich zeige dann ein paar Fotos auch von echten Storymaps, das gibt es mehr als das hier natürlich. Und man bildet dann solche Slices, wo man sagt, okay, das miteinander macht Sinn end-to-end. Da kann ich dieses mentale Modell das erste Mal abholen, da kann ich das erste Mal schauen, ob ich überhaupt den Impact erziele. Der Begriff Walking Skeleton kennen vielleicht Entwickler aus der Architektur. Hier ist als Walking Skeleton gemeint das Business Walking Skeleton. Ja? Am Anfang ist es wirklich etwas, das so geht wie ich jetzt gerade. Ja? Und am Ende ist es dann wieder so, wie ich hoffentlich gehe, wenn der Gips unten ist. Ja? Also, und das ist nicht nur ein Slice, sondern also das ist einmal vielleicht auch das Minimum Viable Product am Anfang. Also Slices sind einfach sinnvolle Sets für dieses Deliverable. Und das sind auch noch Optionen, die sich natürlich im Laufe der Umsetzung noch weiter verfeinern lassen und weiter priorisiert werden müssen. Und da kann es durchaus sein, dass Dinge einfach mal nicht unterstützt sind oder wo es manuelle Umgehungen gibt. Manuelle Umgehungen, meine Favorite manuelle Umgehung, vor kurzem war ich in Tirana im Hotel und das PTV-Billing hat als manuelle Umgebung für das Charging gehabt ein Kuvert, wo drauf gestanden ist, 10 Euro charge if you open this envelope. Ich habe mich nicht getraut, das aufzumachen, weil ich war neugierig, was drinnen ist. Und dann dachte ich, schaut, wer weiß, was für Filme es da gibt. 10 Euro. Bitte? 10 Euro im Bahnhof. Ja, also, vielleicht habe ich es missverstanden. Ja. Okay, gut. Und ich kann hier natürlich nicht nur pro Aktivität, sondern auch pro Deliverable priorisieren. Also diese Story Maps sind etwas, die mir dann helfen bei der Diskussion und beim Gespräch über das Design, um besser zu visualisieren, worüber ich eigentlich rede mit dem Team, mit Stakeholdern, mit anderen Leuten. Und Ziel ist eben, wenn ich zum Beispiel pro Deliverable priorisiere, dass ich dann schaue, kann ich schneller hier sehen, ob ich überhaupt eine Auswirkung habe, kann ich diesen Wegweiser aktivieren und ich kann natürlich auch schauen, ob es irgendwie eine langfristigere Auswirkung auf mein Ziel hat, wo ich eigentlich hin will, vor allem bei länger laufenden und größeren Initiativen ist das wichtig. So passen quasi Story Maps und Impact Maps zusammen und der Jeff Patton, wenn er über Story Maps spricht, spricht auch immer darum, dass er vorher dieses erkennen muss, warum er überhaupt das will. Also er verwendet nicht Impact, also er verwendet, wir reden oft miteinander über das, aber er sagt auch, der Rahmen draußen rundherum für eine Story Map ist das Wichtigste. Wir verwenden Impact Maps dafür, er verwendet andere Arten von Modellierungen. Die Story Map alleine ist sinnlos, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gut, so schaut dann so eine Storymap aus. Man kann das natürlich nicht lesen, aber vielleicht ganz kurz. Das ist diese User Journey, die hier modelliert worden ist. Hier sieht man das Backlog, das wir da initial angenommen haben. Und hier sieht man die Wireframes, das machen wir auch ab und zu, dass wir zusätzliche Informationen in diese Journey hineinmodellieren. Es ist wirklich ein Design-Werkzeug für uns. Also wenn wir über
über Navigation reden oder über einzelne Screen-Layouts, wie die funktionieren sollen, dann posten wir das auch dann oft in die Storymap hinein. Ich zeige nachher noch ein paar andere Bilder. Also es ist wirklich hilfreich beim Reden. Es ist nicht hilfreich ohne Reden. Ja, also ersetzt, der Weg ist das Ziel. Die Storymap zu arbeiten ist, also wenn ich jemanden vor eine Map stelle, der nicht dabei war, wie sie arbeitet worden ist, muss ich sie ihm vorstellen. Dann hilft es mir bei der Vorstellung. Aber ich kann nicht sagen, da schaut er die Map an und morgen fangen wir an. Ja, also das geht nicht. Ja. Gut, und hier die Priorität. Vielleicht noch ganz kurz, wie so eine Erarbeitung ausschaut. Also wir schauen uns dann wirklich an, welche User Journeys gibt es, was sind die Key Outputs und welche Deliverables können wir entlang dieser Journeys zerlegen. Also zum Beispiel bei diesem Wahlsystem war die Kandidatur eine wichtige Journey, also einer, der kandidieren will, dann der abstimmen will, und die eigentliche Wahldurchführung haben wir auch als eine Journey gesehen für intern und extern. Und die Key-Outputs waren eben am Ende, von hier habe ich die Liste der zugelassenen Kandidaten, hier habe ich das Wahlergebnis am Ende und Zugriff auf das System für Wahlassistenten, prinzipiell, dass ich überhaupt abstimmen kann. Das ist auch ganz interessant, vielleicht habt ihr schon gehört von Chris Metz, Feature Injection, der sagt, man soll sich von den Outputs zu den Inputs vorarbeiten. Ja? Und das ist genau das, was wir hier machen, nicht? Also wir haben die Journeys, wir wissen, wo die Injection stattfindet, das ist das, was ich eigentlich haben will, und dann überlege ich mir, was brauche ich alles dafür, um das überhaupt zu tun. Also es pullt quasi diese Features hinein in die Map. Ja? So funktioniert auch dieser Design-Vorgang. In diesem Fall, nur ganz damit man sich das vorstellen kann, also diese dunkelgelben Karten hier in diesem Workshop waren quasi, wir haben uns erarbeitet, wie so eine Wahl überhaupt abläuft. Da haben uns halt die Leute erklärt, was da alles passiert. Und dann haben wir besprochen, von dem, was euch vorstellt zum System, was für Features soll denn das haben? Also so sind wir auf die Stories, so haben wir dann die Stories geschrieben mit ihnen. Und dann sagt, naja, also Stimme abgeben könnte natürlich sein, ich kann elektronisch abstimmen, ich kann aber auch ein Formular ausdrucken, weil das müssen wir auch einsenden können, es muss auch unelektronisch stehen, oder wir könnten es auch telefonisch machen. Ja? Also so passiert dann das Design und auch die Zusammenarbeit. Gut, und vielleicht noch ganz kurz, weil das auch ganz lustig ist, wie das dann weitergegangen ist, dieses vermeintlich simple Projekt. Also das war dann diese Storymap, die dann am Ende aus diesem Workshop rausgekommen ist. Und was ich auch oft, also oft kommt die Frage, wie viele Storymaps pro Projekt. Also ich habe so zwischen 1 und 5 Maps pro Projekt. Ja, das ist so, ein großes Projekt ist für mich 4000 Personentage. Das ist so was das Größte ist, was wir so machen. Ein geiles Projekt ist, weiß ich nicht, unter 100 oder 200. Und da haben wir zwischen 1 und 5 Maps. Und warum so wenig? Weil wir oft dann auch Flows, die miteinander, also auch wenn wir Journeys getrennt analysieren, Journeys, die miteinander zusammenhängen und irgendwie zeitlich zueinander Sinn machen, mappen wir dann am Ende ins gleiche Endergebnis, damit wir besser was überblicken können. Das haben wir hier auch gemacht. Also irgendwie hängt Kandidatur, Abstimmung und Wahldurchführung miteinander zusammen. Deswegen haben wir quasi diese 3 Journeys hier modelliert. Das soll nur sinnbildlichen die Activities, die wir da hatten. Und hier ist das Backlog. Jedes dieser Dinge ist eine Karte. Und wir haben quasi Slices gemacht für die Kandidatur, für die Abstimmung und für die eigentliche Wahldurchführung. Und wir haben eine Priorität für die Deliverables hier. Also das ist wichtiger als das. Weil hier haben wir die Compliance, die uns auf den Zehen steht und sagt, naja, das könnt ihr aber nicht so online schalten. Und das ist das, wo wir am wenigsten Dinge brauchen, weil Branding und Dinge für andere Bereitstellung für andere Versicherungen war ja nur das, was sie dazu gedichtet haben. Und innerhalb des Leistes haben wir aber auch nochmal eine Priorität. Also wir brauchen auch für den Minimum-Durchstich von der Wahldurchführung irgendwas, und natürlich brauchen wir was von der Abstimmung auch. Also wie man dann die Prioritäten genau anlegt, ist wieder, hängt von euch ab, wie ihr das handhaben wollt. Also auch wieder, es gibt keine fixe Regel, oben und unten oder so. Ja? Also die Karten, wie groß sie sind und wo sie spicken, müsst ihr euch überlegen. Es macht eine Bedeutung, wenn ihr euch das ausmacht. Aber man macht sich das meistens im Team aus, was visualisiert diese Map jetzt. Man sagt, Sachen, die wichtig sind, kommen rauf. Karten, die von dem einen Team deliveriert werden müssen, werden rot, die anderen grün. Solche Dinge überlegt man sich, und das kann man sehr schön und sehr schnell visualisieren. Das ist der Vorteil von solchen Maps. Gut, also das war unser Backlog. Wir haben gesagt, ja, das machen wir. 5 Sprints. Es waren 4 Wochen Sprints, also die wollten nur alle 4 Wochen mit uns reden, dann, nachdem wir mit ihnen geredet haben. Nein, die waren alle sehr busy. War sehr riskant, 4 Wochen Sprints, da hat man nicht viel Zeit, irgendwas umzutun, war uns bewusst. Okay, 5 Sprints, wir legen los und haben gesagt, okay, wir fangen natürlich mit der Kandidatur an, also das, was ich jetzt anmal,
ist das, was wir als erstes gemacht haben. Im ersten Sprint natürlich das Ramp-up, besonders viel passiert. Aber im zweiten Sprint haben wir die Kandidatur durchgehabt. Wir haben Dinge von der Kandidatur ausgelassen, wie zum Beispiel die konfigurierbaren Kandidatenfelder. Da haben wir gesagt, na, welche Kandidatenfelder wollt ihr bei der Wahl, die ihr jetzt vorhabt, die haben wir fix kodiert und das andere ist eine Option für später, logischerweise. Also wir haben auch innerhalb des Slices priorisiert. Und dann haben wir, haben wir quasi in Sprint 2 haben wir fertig gehabt und in Sprint 3 haben wir an der Abstimmung begonnen zu arbeiten und haben Compliance und die Leute gebeten, jetzt einmal eine Testkandidatur durchzuführen, weil sie sollen uns das approven, weil wir so Angst hatten davor und gesagt haben, in der Impact Map Risiko, die werden nicht Ja sagen. Und in Sprint 3 sind dann zwei lustige Dinge passiert. Erstens, Compliance hat natürlich gesagt, na, das geht so nicht. Ihr müsst da noch eine Sicherheitsabfrage reintun und das könnt ihr nicht so machen. Sie haben ein paar Features dazu wollen, einfach bei der Kandidatur, dass da mehr komplizierte Sachen passieren. Aber das war noch nicht das Schlimme. Die Fachabteilung hat gesagt, ja, wir sind gerade draufgekommen, dass euer Angebot war ja exklusive Mehrwertsteuer und wir sind ja eine Versicherung, bei uns ist der Vorsteuerabzug ja nicht relevant. Also wir haben eigentlich weniger Budget, als wir dachten. Wir müssen in 4 Sprints fertig sein. Das war auch während Sprint 3. Also neue Features und das war die optimale Zeitpunkt, um jetzt zu priorisieren. Also bis dahin haben sie gesagt, wir brauchen alles, ist eh klar. Und natürlich werden wir das branden und verkaufen. Und ab dem Zeitpunkt haben sie erstens mal schon was gehabt, was funktioniert hat. Das heißt, sie haben schon eine gewisse Sicherheit gehabt. Die haben die vollständige Kandidatur durchführen können. Die haben die Wahl schon halbwegs durchführen können und haben mit uns diskutiert, was wir jetzt im 4. Sprint alles machen und was wir streichen, weil es gibt keinen 5. Sprint. Und wir haben noch die 2 Security Stories reinhauen müssen. Und das ist dann recht gut gegangen, weil sie haben plötzlich gesehen, also das waren so Dinge wie, damit das System überhaupt vorzeigbar ist, haben wir sowieso schon Wahlkonfigurationsmöglichkeiten über ein Excel-Sheet machen müssen, zum Testen und alle möglichen Sachen. Wir haben ihnen das gezeigt und gesagt, können wir nicht alle Admin-Stories streichen und sagen, ihr nehmt das Excel-Sheet, wir behübschen euch das da und da noch und das ist eure Konfiguration. Also solche Sachen, die eh die unnötigen Sachen sind, deswegen waren sie unten, diese ganzen Admin-Sachen, die waren dann ganz leicht gestrichen, vor allem weil auch der Wunsch da war. Und im Endeffekt haben wir ein paar Stories eben zum Beispiel dieses Excel-Sheet behübschen und die neue Story für Security machen müssen und irgendwelche anderen Dinge und ganz viel von diesem Zeug da unten, wo wir gewusst haben, dass es teilweise nur da ist, weil sie etwas wollen, um sich ihren Business Case schön zu rechnen und teilweise einfach eine überkomplizierte Denkweise war, das war dann ganz schnell weg und es war viel einfacher, nicht nur weil sie Budgetdruck hatten, sondern weil sie schon was gesehen hatten und schon eine Sicherheit hatten, ja, sie können dazu Nein sagen. Wenn die noch nichts gesehen haben und ihnen sagen, nur ein Papier, das braucht sie alles nicht, never ever. Wenn sie das schon gesehen haben und die Sicherheit haben und sagen, ja, ich verstehe, warum wir das nicht brauchen, dann ist es natürlich viel einfacher. Und die Map hat uns geholfen, uns in eine Position zu bringen, oder auch diese Priorisierungsmethode, dass wir überhaupt so ein Gespräch führen können. Hätten wir das so durchgeführt oder so durchgeführt, das Projekt, dann hätten wir keinen Raum mehr für Navigation gehabt, weil die wichtigen Sachen gefehlt hätten. Ja. Gut, und in Sprint 4 haben wir dann den letzten Schritt geliefert und waren in 4 Sprints fertig und haben eigentlich ein funktionierendes System abgeliefert. Das Spannende war dann eher, also das war eigentlich noch nicht die große spannende Frage, sondern ob jetzt wirklich mehr Leute kandidieren. Und da waren sie echt aufgeregt dann noch. Aufgeregter als ob wir in 4 Sprints das können, was sie in 5 Sprints, also vielleicht hätten sie doch irgendwie noch Geld kriegen können, keine Ahnung. Also da waren sie echt nervös. Und das war wirklich eine spannende Frage. Ja. Wir haben das System geliefert, das hat funktioniert, getestet, werden sich mehr Leute melden. Sie haben viel mehr Kandidaten gehabt. Da sind sie dann nervös geworden, dass die Abwicklung der Wahl vielleicht aufwendiger wird, weil sie plötzlich viel mehr Kandidaten haben und so. Das hat dann zum Glück nicht passiert. Und das ist natürlich bis heute nicht eingetroffen und ist aber auch jedem wurscht mittlerweile. Ja. Also, so viel zu Story Maps und Impact Maps. Vielleicht noch ein paar, ich habe noch ein paar Minuten, oder? Ja. Ein paar Tipps oder ein paar Dinge, wie wir das in der Praxis verwenden und dann haben wir, glaube ich, auch Zeit für Fragen. Die Werkzeuge. Jeder fragt mich immer, welche Werkzeuge soll ich verwenden für das? Ja? Und meine Antwort ist immer ein Sticky und ein Stift. Ja? Also der Weg ist das Ziel bei dem Ganzen. Ja? Es geht hier nicht darum, irgendeine Map zu generieren, die dann jemand anderer anschaut, sondern es geht darum, gemeinsam eine Map zu erstellen und ständig zu bearbeiten. Und
Und das geht am besten an einer Wand, weil solange es nicht Screens gibt, die so groß sind wie diese Wand und eine Auflösung haben, wo meine Handschrift, ich weiß nicht, wie viele Millionen Pixel das in eine Richtung sein müssen, ist das meiner Meinung nach, funktioniert das Konzept des Information Radiators, das sicher jeder schon gehört hat, nicht. Ja? Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Leute schon mit Stickies überfordert sind, also falsch abreißen, das in die Höhe hängen und mit Kugelschreiber draufschreiben und so Sachen. Also das empfiehlt sich schon, dann da die Werkzeuge zu erklären. Ja? Vor allem, wenn man mit Leuten, man arbeitet mit Fachbereich zusammen, die nicht aus der agilen Welt kommen und die legen natürlich mal sofort los mit ihrem Kuli und zack, zack, und dann biegt man es auf und dann steht alles in die Höhe und wenn man es runterbiegt, dann sieht man nichts. Ja. Also das macht Sinn, aber sonst braucht man nicht viel. Ja. Das ist zum Beispiel eine von fünf Maps aus einem, weiß ich nicht, 4000 Personen-Tage, das ist eines unserer größten Projekte gewesen. Hellrosa und dunkelrosa hat keine Bedeutung, die Frage kriege ich nämlich immer. Und sind nur die dunkelrosenen Stickies ausgegangen, deswegen haben wir auf hellrosa weitermachen müssen. Aber es wäre natürlich eine Möglichkeit. Hier haben wir natürlich auch noch wichtige Prozessschritte, also das ist die Journey. Ich mache es gerne initial auf einem Whiteboard, da kann man auch irgendwas dazu zeichnen. Hier sind Prozessschritte, die quasi noch einmal diese Journey in einzelne Abschnitte teilen, drauf getan. Nur zur Information, also vielleicht auch das ist auch interessant. Das war ein Projekt, das war eine öffentliche Ausschreibung, ja? Eine Horror-Spezifikation, irgendein Preis, den wir natürlich anbieten mussten, ein erhebliches Risiko. Die Map konnten wir, das Projekt hat 2 Jahre gedauert für die Umsetzung, also in mehreren Releases 2 Jahre, aber das war unser Contract Size. Und die Map konnten wir nach ca. 3 Monaten erstellen. Vorher haben wir nicht verstanden, wie das End-to-End funktionieren soll. Ja? Und zwar bewusst, dass wir es nicht verstehen, das ist unser Business, ja? Wir machen das schon seit ein paar Jahren, also seit 93 gibt es die Firma, aber das war nicht etwas, was man einfach so macht, ja? Sondern wir haben diese Specs erarbeitet. Wir haben ein Angebot sogar gelegt, ja, aber wir konnten die Maps erst nach 3 Monaten intensiver Zusammenarbeit mit dem Kunden im Projekt bauen. Ja. Nur, dass ihr eine Vorstellung habt. Schön ist natürlich umgekehrt. Zuerst die Maps erarbeiten und dann ein Angebot legen oder Angebote dafür legen. Aber so ist das Leben halt einmal, dass es nicht immer so geht. Gut, die Arbeitung, dann werde ich immer gefragt, na, das hängt jetzt in meinem Zimmer, aber ich will es woanders haben oder so weiter. Da gibt es diese Magic Whiteboards oder auch, man kann es auch Flipcharts nehmen, also so Folien. Das funktioniert ganz gut, die Map dann dort übertragen. Ich nehme lieber diese Magic Whiteboards, weil eben man kann weiterhin drauf zeichnen dann auch. Und man kann es dann schnell woanders hintragen. Also das hier ist ein Team, das jetzt gerade eine Release-Planung macht, wo sie diskutieren mit dem Product Owner, was in den für den Kunden wesentlichen Milestones für Features unterbringbar sind, wo auch dann Slicing stattfindet. Also an der Map ist auch, mit Story Mapping ist auch sehr stark verbunden, User Story Slicing. Also wenn ich mir überlege, was muss ich früher machen, was muss ich später machen und ich mache einen Strich und sage, das ist die Kapazität für die nächste Release, aber ich muss irgendwas End-to-End, ich sehe ja von mir End-to-End, muss ich da irgendwas abbilden, fange ich an Stories zu slicen, kleiner zu machen, Sachen, die jetzt notwendig sind rauszubrechen und Sachen, die dann später sind, wieder weiter runterzugeben. Auch da hilft die Story Map, ein Bild zu bekommen. Klar ist gut, wenn man dann weiß, wie User Story Slicing. Es ist quasi der Backbone für Designarbeit. Also hier zum Beispiel ist ein Design-Workshop gewesen, wo diese gleiche Map, die ich zuerst gezeigt habe, aufgehängt ist und hier haben sie irgendwie an der Domäne herummodelliert und sich überlegt, wie das funktionieren soll und hier einen Workflow designt. Und der Backbone, der hier aufgezeichnet ist, ist ein Ausschnitt aus der Map hier wieder. Also das ist ein mentales Modell, das zeigt, wie die Lösung funktioniert. Also wir versuchen uns in den Benutzer oder in den Ablauf des Benutzers hineinzudenken und das ist so eine lineare Abfolge, versucht es nicht, einen Workflow zu modellieren. Also oft kommt auch die Frage, gehört zuerst das oder das? Das ist irrelevant, es gibt keine fixe Reihenfolge. Die Sachen, die wir unterstützen, sind keine linearen, simplen Prozesse, sondern sind so komplex, dass sie sich eh nicht modellieren lassen. Genau. Also es geht hier darum, ein mentales Modell zu haben und dass, wenn jemand weiß, wenn ich hier stehe, an der Map, dann bin ich bei der Antragstellung und wenn ich hier stehe, dann bin ich bei der Auszahlung. Ah, jetzt bin ich zu weit, da ist die Auszahlung und da vorne ist das. Also so funktioniert das dann. Wenn das Team regelmäßig mit der Map arbeitet, bauen sie auf ein Gefühl, was an welcher Stelle der Map sein muss. Versucht sie mal eine Story so zu sehen und ihr könnt sich nicht mehr genau erinnern, wo sie war und die zu finden, irgendwie anders in der Liste, never ever. In der Map findet man sie recht schnell. Also das ist auch eine gute Sache. Das vom Schneiden habe ich schon erzählt. Manchmal mappen wir auch so sogenannte Empathy Maps hinein.
in die Story Maps. Es ist gut, wenn ich mit dem Kunden diskutiere, was braucht er jetzt, was braucht er später, wo ist er sich sicher, dass es braucht, was können wir nach hinten verzögern, da hilft auch die Story Map. Weil wenn ich anhand von Stories das diskutiere, kann sich das Gegenüber das oft nicht vorstellen. Aber wenn man die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, auch auf der fachlichen Seite mit ins Boot holt, dann nehmen die dieses Modell auch geistig an und können besser mit einem über Prioritäten von Stories diskutieren. Als wenn ich sage, da diese Karte, wo gehört die hin in der Liste? Ja? Keine Ahnung. Ja, das geht auch elektronisch, wenn das jemand interessiert, gibt es mehrere Tools. Eins stellen wir dazu her, aber das ist nur ein Seiten-Income von uns. Also irgendwann ist es interessant, das im ALM zu verknüpfen, aber es ist nicht das Wesentliche. Und es gibt einige Tools, die Story Mapping auch unterstützen. Ja. Vielleicht als Zusammenfassung, und dann habe ich noch Zeit für Fragen. Das eine Methode sind die Impact Maps, wo es darum geht, eben diese Hypothese von Business aus ihren Köpfen herauszuholen, mit dem, was sie von einem wollen, zu verknüpfen und dann Wegweiser aufzustellen, die einem nicht erst am Ende sagen, ob das Projekt erfolgreich war oder nicht, sondern auf den Weg dorthin weisen. Ja? Ein Ziel für das Projekt ist sinnlos, weil am Ende weiß ich nur, ob es erfüllt ist oder nicht, aber ich kann nichts machen mehr. Ne? Die Wegweiser dazwischen sind das Wichtige und die Impact Map modelliert das und erlaubt mir dann auch andere Optionen, also dieses Gespräch zu führen, na eigentlich könnte man das so einfacher lösen. Ja? Das geht nur, wenn ich die Hypothese sichtbar mache und das mit der Hypothese verbinde. Wenn ich nur mit irgendeinem Alternativvorschlag komme, ohne zu erklären, wie das mit der Hypothese zusammenpasst, werden die sagen, nein, ich brauche aber das. Ja? Das zweite waren die Story Maps. Hier ist für mich eher ein Designwerkzeug, das geframed ist von diesen Impact Maps. Es hilft mir beim Arbeiten mit Stories, vor allem mit Backlogs. Es ist für mich eher eine Design-Visualisierungsgeschichte und hilft mir auch mit flexiblem Scope effizient umzugehen und auch die Lösung zu optimieren. Also möglichst wenig Software zu schreiben, nicht möglichst viel Software zu schreiben. Auch vom Zusammenhang her sehe ich Impact Maps eher eben daher, um die strategische Sicht eines Projekts zu betrachten. Oder sogar eines Projektportfolios, also ich kann auch Impact Maps auf Programmebene machen und einzelne Projekte in die Organisation hineinmappen. Und ich kann dann mit Senior Stakeholdern über Budgets pro, weiß ich nicht, Quartal feilschen. Also auch dafür kann das interessant sein. Also wenn ich überlegen muss, ich habe mehrere Teams, mehrere Initiativen, ich will auf gesamte Organisation entscheiden, wie viel ich wo investiere, kann ich das auch in einer Impact Map, in einer höher gelegenen natürlich, modellieren. Sag, so viel Budget habt, das sind die möglichen Deliverables, auf die wir im nächsten Planungszyklus mal setzen können. Ob das jetzt 3 Monate oder 2 Monate oder 1 Monat ist, hängt einfach nur davon ab, wie die Organisation aufgestellt ist. Jeder kriegt Spielgeld, je nachdem, wie wichtig er ist und kann darauf setzen. Nicht? Und das hat erstens zur Folge, dass die Leute anfangen, Deals zu machen. Also wenn ich weiß, in einem Monat komme ich wieder dran, weil das jedes Monat stattfindet und nach einem Monat werden die Karten neu gemischt, ist jemand eher bereit zu sagen, na, ich trete jetzt einmal zurück, weil nächstes Mal komme ich dran, als wenn es darum geht, wer das Budget fürs nächste Jahr bekommt. Ja? Also die Einigungsfähigkeit ist da viel höher. Plus, da ich einen Planungszyklus habe, der möglichst kurz ist, also 1, 2, 3 Monate, was auch immer die Organisation kann, sind die einzelnen Initiativen gezwungen, ihr großes monolithisches Ding in einzelne Chunks zu zerlegen, die in diese Planungszyklen reinpassen. Das geht immer, ja. Das ist nur eine Frage des Wollens. Und diese Chunks mit der Hypothese zu verbinden. Also meiner Meinung nach auch auf Portfolio-Ebene sehr sinnvoll. Auf Projektebene machen wir meistens die Reverse-Engineer-Übung, wie ich sie zuerst vorgestellt habe. Also wir versuchen zu verstehen, warum der das eigentlich will und diesen Ding dazwischen zu machen. Und Story Maps sind eher die taktische Sicht, wo Team und Product Owner und Stakeholder miteinander zusammenarbeiten. Ja? Funktionieren sehr gut eben in Kombination, brauchen dieses Framing. Gut, Bücher, das eine ist eh schon empfohlen worden. Der Jeff Patton hat es endlich geschafft, ein Buch über User Story Mapping zu schreiben, ist sehr empfehlenswert. Der Gorko schreibt viele Bücher. Impact Mapping hat er geschrieben, wo er diese Methode auch ganz gut beschreibt und er erwähnt auch den Tom Kind und den Jeff Patton und so weiter. Also wenn jemand da nachlesen will, das kann ich auch empfehlen, ist auch nicht dick, also es ist auf den Punkt gebracht. Werkzeuge habt ihr in den Folien als Referenzen, wenn euch das interessiert. Und damit
hoffe ich, dass ich einen Impuls gegeben habe, dass ihr euch mehr darauf fokussiert, irgendwelche Outcomes zu delivern als Features. Und stehe jetzt gerne für Fragen bereit. Ja? Du hast gesagt, Impact Maps eignen sich besonders gut für auf der strategischen Ebene Nutzenziele, die nicht identifizieren. Ja. Mal eine ganz ketzerische Frage. Hat sich diese Pensionskasse im Vorfeld überlegt, bevor wir überhaupt den Kandidatenfluss und die Wahl automatisieren, liegt es vielleicht daran, dass keiner weiß, was dieser Aufsichtsrat macht? Ja, also im Vorfeld mal zu prüfen, zum Beispiel auch mit einer Impact-Analyse? Genau. Nein, also nein, und das also wäre natürlich noch klüger gewesen. Also hier waren natürlich auch unterschiedliche Stakeholder. Die Fachbereich wollte in Wirklichkeit nur nicht die Arbeit haben und haben sicher irgendwelche Researches gemacht, aber es wurde nicht geshared, was sie hatten an Informationen. Also was diese Impact Map natürlich auch bewirkt hat, ist, dass es sehr visuell ist. Es ist einfach, es ist PowerPoint deutlich. Also für Impact Maps verwenden wir keine ALM-Tools. Das ist immer physisch bei uns. Und das kann ich auf ein PowerPoint pappen. Das schaffe ich auch den Senior-Stakeholders hinzukriegen. Und meine Frage ist dahingehend, Impact Maps müssen nicht ausschließlich schon von der technischen Seite ein IT-System designen, sondern können schon im Vorfeld absolut für absolut Analyse, welche Maßnahmen sollten wir überhaupt ergreifen. Absolut. Das habe ich vielleicht nicht gut rübergebracht. Ich habe es bei dem einen Beispiel gehabt, wo der eine Vorschlag war, dass man eine organisatorische Änderung im Callcenter macht. Mhm. Genau eine Impact Map kann so etwas bewirken, dass man anfängt, einen Schritt zurück zu machen und sagen, eigentlich könnte man das so auch erreichen. Ja. Es ist selten ein strikter Top-Down, es ist oft ein Rauf und Runter. Okay? Noch Fragen? Noch eine Anmerkung zu dem, was du gesagt hast. Der Golgo hat mir mal eine Geschichte erzählt, wo er in einer Firma tatsächlich mit einer Impact Map eine andere Abzweigung genommen hat und hat das Gesamtbudget auf ein Zehntel runtergebracht, ja. Und das war ein zweistelliger Millionen-Pfund-Betrag zuerst im Raum gestanden. Ich weiß nicht mehr genau, ja. 30 oder 50 Millionen Pfund. Und ein Excel-Sheet für Risk. Auf ein Zehntel runtergebracht. Okay, genau. Ich weiß es nicht. Genau, ich kenne das. Die ist und gut. Das ist natürlich völlig beeindruckend. Und der Projektleiter, der das Budget verloren hat, ihn gehasst dafür. Aber der Risk-Manager hat ihn geliebt. Ja, genau. Also das kann natürlich, ist aber nicht, kommt nicht automatisch. Also man muss sich auch Vertrauen erarbeiten. Ja? Welche Verbindung siehst du zu dem Design Thinking bezüglich Lean Stack und dem Lean Approach, sehr schnell ein Experiment in dem Sinne zu starten, die Hypothese quasi sofort zu testen und dann zu entscheiden, welche Maßnahmen verfolgen wir jetzt konkret? Also die Idee kommt von dort, nicht? Also im Prinzip Hypothesen aufzustellen und zu testen und möglichst schnell zu validieren, das kommt von dort. Absolut, passt zusammen. Ich habe dieses Slide jetzt leider nicht hier, aber es gibt so eine schöne Grafik, wo man, je nachdem, wie man aufgestellt ist als Unternehmen, die Frage ist, wie schnell man iteriert. Also wie viele Experimente kann ich parallel fahren? Wie weh tut es mir, wenn ich bei einem Experiment einfahre? Also Rakete zum Mond geschossen und leider abgestürzt, ist vielleicht blöder als irgendwas anderes. Und je nachdem kombiniert man, also wie schnell ich iteriere, wie viel ich parallel iteriere, hängt dann von diesem Setting ab. Da gibt es ein sehr schönes Slide, das ich jetzt leider nicht habe und ich auch leider nicht aufzeichnen kann. Da gibt es 4 Dimensionen. Aber es hängt auch absolut damit zusammen. Aber es ist nicht nur für Startups, sondern wir verwenden das für ganz normale Projekte. Ja? In dem Fall, wo du sagst, dass ihr 3 Monate gebraucht habt, bis ihr die Storymap stehen hattet. Wenn ihr das jetzt normal machen würdet, glaubst du, es wäre jetzt bei diesem Kunden schneller, weil er in der Methode drinsteht? Ich frage es deswegen, weil der Jeff Campbell selber eigentlich seine eigene Methode nicht sieht als, ja, das ist was high sophisticated und dauert ewig, sondern der nimmt einen Zettel und Stift und fängt einfach an und der führt sozusagen einen motivierten Workshop innerhalb von 90 Minuten einfach nur dahin, dass du die Whiteboard siehst und dem Laden aus Transparent, oh Scheiße, da haben wir Hausaufgaben, die müssen wir machen. Ja. Wird das dann schneller gehen? Also, wir haben nicht so lange gebraucht für die Map, weil der Kunde diese Methode erlernen musste, sondern es ist genauso. Also es braucht null Start-up-Wissen. Ich meine, die Methode richtig zu moderieren, also der Jeff Patton macht das schon recht gut. Und um das so gut wie der Jeff Patton zu machen, muss man schon einige Maps gemacht haben. Ja. Aber damit man einen Kunden mit an Boot bekommt, dafür braucht man, oder Fachbereichsanspruch, da brauche ich nicht viel Schulungen. Das Problem war dort, dass die
eine riesen Ausschreibung gemacht haben mit tausenden Spezifikationen, die alle inkonsistent waren, und es hat einfach so lange gedauert, wie immer, also wie immer, und es hat einfach so lange gedauert, bis wir uns da durchgearbeitet hatten. Ja. Also ich wollte nur sagen, dass, und wir haben es auf die mühsamste Art gemacht, oder eine der mühsamsten Art, also noch mühsamer wäre dann Systemarchäologie, ja, also wenn wir sagen, da ist das Altsystem, findet es heraus, was es macht, und stellt es uns nochmal hin, und dann sagen wir euch, was wir anders wollen. Es war die zweitmühsamste Art, wir schreiben mal hin, was wir glauben, das müsst ihr lesen, und in Wirklichkeit hätten wir 3 Monate Workshops gebraucht mit denen. Die haben wir dann gehabt. Es war ein Riesensystem, was wir da gebaut haben. Also wir haben da teilweise Lohnverrechnung nachbauen müssen, weil das eine Bundesorganisation ist, die das zwar so wie ein normales Buchhaltungssystem, aber doch ein bisschen anders macht. Also da waren einige spannende Dinge drin, und es hat einfach lang gebraucht. Ich wollte nur sagen, dass man auch sehr große und komplexe Projekte damit recht kompakt darstellen kann. Das war eigentlich die Aussage dieses Bilds. Aber die Map an sich war dann in 3 Tagen aufgebaut. Also wie wir dann, ich kann mich erinnern, in Jena sind wir dann zusammengesessen, Gastur, 3 Tage hintereinander sind wir zusammengesessen und haben die Map gehabt. Ja. Das heißt, dann, der Kunde hätte im Nachhinein eigentlich das Ganze viel billiger haben können, unter der Annahme, man kann mit Material bezahlen, ja, wenn er sich seinen scheiß Speck sonst vom ja, hätte. Ja, 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 dieses Projekt hätte überhaupt... Das, ja, genau, dieses Projekt hätte viel, viel billiger für alle Beteiligten sein können. Also wir haben da auch drauf gezahlt bei dem Projekt. Aber so ist es halt. Aber wir haben es überlebt. Naja, das ist bei sowas Sachen nicht so unwesentlich. Okay, noch Fragen? Ja, viel Spaß. Applaus